Herzlich willkommen bei einer weiteren Runde der Überlebenden. Wir sind in einer nördlichen Stadt unterwegs und wollen jetzt langsam in Richtung Heimat. Wenn man uns lässt. Unterwegs bin ich mit Asrak, Nordisch und Perlain. Hallo! Und ach nee, ich gebe jetzt das Wort mal nicht weiter. Ne? Zu spät. Au! Wie blöd. Fährst du dann in die Bank rein? Ja. Warum kann ich denn hier nichts mehr stacken? Oder kann ich doch noch stacken? Na, ist egal, dann mach ich's auch. Also, ich fahr jetzt heim. Weil Taschen voll, so, alles voll, Moped voll. Ja, genau. Das ist der Punkt. Dann aff. Aber wir haben zum Beispiel schon mal eine Stadt gefunden, das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Hier kann man ja immer zum Looten herkommen, die scheint auch nicht so klein zu sein, die Stadt. Muckvieh. Ja, das ist doch ganz schön, weil in die andere Richtung, da war es ja sehr karg gewesen. Shotgun-Messer, ja. Ich hab die Pranken voll, das hat alles keinen Sinn. Ja, das ist nach Hause. Ja. Wir müssen wiederkommen. Läuft ja nicht weg. Da ist Wasser. Fahren da wir auch ist richtig. Wasser. Müssen wir eigentlich lang? Das fragen wir auch gerade, aber ich muss mal eben auf die Karte. Ah, nee, kann ich ja nicht. Ah, das muss man jetzt. Nein! Ich hab mein Moped versenkt. Och man, ach, was für der Fuck. Scheiße, komm zurück. Nein! Was machen wir jetzt? Falsch. Wir müssen mal. Ist das scheiße? Was macht ihr denn da? Oh, ich merk schon. Also... Wir fahren falsch. Hä? Okay. Also ans ganz andere Ende muss ich, okay? Geht's noch schneller? Ja. So. Ah, wo bist du wieder querfeld eingefahren? Ich hab's genau gesehen auf der Karte. Irgendjemand ist hier vorne am Wasser. Ach komm. Da wollte der Asrak wieder cheaten. Ja. Hat sich gedacht, er kann über Wasser laufen, dann kannst du dein Moped auch. Genau. Was seid ihr dann? Aber ich nicht... krieg mein Moped hier nicht raus, leck mich doch am Arsch. Oh, geht mir das gerade auf den Sack. In die Höhle gefahren oder was? Nein, ins Wasser. Was ist denn sowas? Ah, ich muss kurz mich konzentrieren. Oh, geht mir das auf Zeige gerade. Da läuft ein Schwein. Geht das hier übers Wasser? Nee, ne? Ja, kriegt ihr das hin oder wie schaut's aus bei euch? Ich hab keine Ahnung, wie ich es aus dem Wasser kriegen soll. Kannst du es auseinanderbauen? Dann ist der Tank leer. Ja, scheiß auf den Tank. Dann. Ja, wenn man keinen Sprit hat, ist scheiß auf den Tank eine schlechte Variable. Ich hab 600, habe ich noch dabei. Vielleicht reicht das gerade so. Für dich. Ich überlege, ob man vielleicht eine andere Strategie nehmen kann. Also wie gesagt, ich habe knapp 700 Benzin. Das sollte vielleicht für dich reichen zum Zurückfahren. Ja, ich hab noch genug Benzin. Also das scheiß aufs Benzin, ja. Ich hab auch noch. Ja, also von daher, das sollte das geringste Problem sein. Halt nur irgendwie gucken, dass du den Kofferraum herkriegst erst. Ja, ich weiß. Das nervt mich gerade ganz furchtbar. Ja. Dies ist klar. Kann ich mich wegen seiner Zwischenzeit mal ins Minibike ausleeren? Will noch nicht aufgeben. So, ich mach Vogel nicht. Oh, hier ist kalt. Was eine Option wäre, ist, dass man guckt, was passiert, wenn man das Ding füllt mit Erde. Du kannst da genauso wenig ein Frame wie Erde setzen. Oh. Hast du es probiert?
Ja, ich kann kein Frame setzen, ich kann keine Erde setzen. In der Zwischenzeit noch mal ein paar Tiere jagen. Tue ich wenigstens was Sinnvolles. Ich jag Lumberjacks. Auch gut. Gib wenigstens ein paar Punkte. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist ja auch nicht so schön, ne? Ist nicht so schön. Oh, was machst du denn da? Machst du aber auch wieder Freunde hier. Die frieren so. Ich dachte, denen ist kalt. Ich mach denen ein bisschen Feuer. Ach, hast du Feuer, Feuerpfeile oder Feuerbolzen? Ja, Pfeile. Gibt sich noch einen anderen Bucket, den man machen konnte? Ich habe einen, den ich gerade mache und den will ich dann benutzen, um das leer zu schaffen. Genau, wie, welcher war denn das? Bucket heißt das Ding. Ja, wenn ich Bucket eingebe, habe ich eigentlich nur diesen einen. Aber es gibt ja noch einen aus Lehm oder Erde, irgend sowas, oder aus Pfeiffer. Gibt es auch noch einen? Ja, oh, ich habe eine Kettensäge gefunden. Eigentlich nicht, es gibt einen aus Stein. Eine 209. Also aus Metall. Ach ja, und ich hatte diese anderen Shotgun-Shells auch gelernt von der Schamacke. Bugshots. Bugshots, genau. Bugshots? Nee. Bugshots sind gut. Ja, Slugs meine ich. Ja. Bugshots, das genau. Sind ja die... Ja, Slugs. Ja. Baumstopp. Ja, dafür brauchen wir halt Bullet-Tips und, naja, ein bisschen... Ist alles ein bisschen So. Gucken, kann ich hier noch was Schönes jagen? Tierchen. Stink ich zwar wie sauber, ist egal. Mist, reicht noch nicht. Ja, ich bin dabei. Ja. Inzwischen habe ich eine Brücke gemacht, sozusagen. Einfach diesen Kackfluss mal trockengelegt. Wie sie nur so hochzucken, das finde ich ja mal schweinegeil. War so den letzten Hit. Oh, da ist ein Hühnchen. Kaputt. Ach, verdammt. Und jetzt? Jetzt geht's wieder. Ach, Gott sei Dank, ey. Was für ein Scheiß. Was ist hier mit der Kiste? Die hatte ich zur Vorsicht schon mal gemacht. Da ist nichts drin. Danke fürs Frei. Fürs Helfen. Pass auf, pass auf. Mach das nicht mit dem Lumberjack. Nach Hause. Zwei Baumstümpfe? Weiß aber nicht, ob das hier. Hier schön fallen in die Fresse. Hattest du eigentlich ein Hunting Knife? Oder hatte dir eins gefehlt? Ich hatte eins von Orange und Qualität. Aber du hast eins. Ich habe eins. Gut. Ihr habt das Bike retten können, oder was? Ja. Na, sehr gut. Hurra! Kann ich auch wieder zurück zu meinem Bike. Oh, das ist... Wir haben das Bassin leer geschöpft. Interessanterweise scheint das der Effekt gewesen zu sein, gell? Also... Ja. Muss ich mal gut merken, dass es sinnvoll ist, so ein Ding... ein paar Metallstreifen mitzuführen. Weiß ich aber nicht. Ich glaube, den Stunt probiere ich nicht auch nochmal.
habe euch völlig aus den Augen verloren. Ihr seid ja auch, glaube ich, ein ganzes Stück weitergefahren schon. Ihr seid bei mir auf dem Radar schon recht klein. Das Problem ist auch, dass wenn du dein Bike irgendwo abstellst, es nicht auf der Karte angezeigt wird. Ja, das fixen sie garantiert auch nochmal, dass sie da so ein kleines Bike-Symbol oder sowas hinsetzen. Ich kann mir gut vorstellen. Das wäre nützlich. Haben sie behauptet, würden sie machen, aber ich weiß natürlich nicht, mit welcher Priorität. Ja, das... Jetzt dauert irgendwie Wasser in der... So die mopedfreundliche Umgebung. Mopedfreundlich. So, wir kommen gerade durch die eine Stadt. Ach ja. Ja. Sightseeing-Tour hier. Wie sehen sie nix. Ja, aber das in 3D. Oh, das in 3D und in V. Dolby Surround. Huch. Ui, da muss ich irgendwie hoch. Komm, ich bin mal gespannt, die wollten ja eigentlich auch fürs Minibike ja auch nochmal mit reinprogrammieren, dass du das aufrüsten kannst, ne? Dass du auch so eine Art Rüstung ranmontieren kannst, so ein Schutzschild und sowas. Schutzschilde? Ja. Rüstung, ja. Dass du das eben noch ein bisschen pimpen kannst. Ah, der Ton ist nur ausgefallen. Ich dachte schon, das Moped wäre aus. Aber nur der Ton ist weg. Auch ein schöner Bug. Ach. Oh Mann. Es müsste also mehrere Fahrzeuge geben oder halt idealerweise noch Möglichkeiten zu konfigurieren. Weißt du, was ich gerne hätte? Noch ein kleines Update, dass du an deinem Moped einen Beiwagen machen kannst, dass du noch einen mitnehmen kannst. Ich wollte es gerade sagen, so einen kleinen Wagen. Wollte ich gerade sagen, so einen kleinen Anhänger so ein Beiwagen. Oder sowas. Ja. Oder einfach noch so einen Sitz hinten drauf, ja, dass einer hinter dir sitzen kann. Das siehst du ja schon, dass sie es geplant haben, weil du siehst ja in der Konfiguration des Bikes, ein Sitz, zwei Sitze, ein Sitz wird ja schon angezeigt, also ich denke mal schon, dass da was kommen wird. Ja, ich denke auch. Ja, das Problem ist halt schlichtweg, in dem Moment, wo du zwei Leute hast, hast du ein Problem, das sozusagen in das Netzwerk zu synchronisieren. Du brauchst also einen Server, der weiß, wo der Spieler ist. Du brauchst die Spieler, die jeweils die Clients, die wissen, wo die Spieler sind und in welcher Relation sie zueinander stehen. Das ist halt, was gerade Fahrzeuge in so Spielen sehr schwierig macht. Ja, ich meine. Und es ist ja auch gerade das, was die lächerlichsten Screenshots und sonst was veranstaltet, wenn solche Tiere oder Fahrzeuge eingebaut sind. Ja, weil das halt manchmal doch so ein bisschen auseinander aus den Fugen gerät. Ich muss sagen, ich bin bei 7 Days to Die sowieso nicht so der Fan von Fahrzeugen. Also Minibikes sind noch in Ordnung, aber was weiß ich, manche hatten sich ja auch Autos gewünscht, also das würde ich alles gar nicht wollen. Da hatte ich will einen Panzer haben. Ein Panzer, genau. Flugzeugträger. The Mad Max Warwick. So fahre ich jetzt querfeld ein. Ach, das ist ein bergab ist nicht so toll. Nee. Da ist die Physik noch ein bisschen überarbeitet, das ist total. Da, wow. Ja. Ich fahre jetzt mal querfeld ein, so. Kann man so ein bisschen sein blaues Wunder erleben, strengweise. Ja. Jetzt hole ich euch ja nie ein. Doch, mich wirst du gleich eingeholt haben, weil ich bin gleich zu Hause. Oder ins Wasser, da muss ich aufpassen. Ich glaube, ich werde mal rechts runterfahren. So. Oh. Wasser? Wasser.
Hier sind auch noch zwei grüne Batterien, falls ihr schlechte Batterien in euren Bikes habt. Ich hatte, glaube ich, auch eine gute Batterie dabei. Ich glaube, sogar eine blaue. Muss ich gleich mal gucken. Oh, Home Sweet Home, jawoll. Och, gerade über so einen Graben rüber. Ich glaube, da werde ich mich mal ranmachen. Ich werde mir mal einen Kopf machen, wie wir hier so eine schöne kleine Garage bauen. Ja, das wäre cool, ja. Schön wäre es natürlich, wenn man von drinnen irgendwie da reinkommen würde. Mal gucken. Ich bin drin und ich fahre in meine Garage rein. Wenn es geht. Wohl. Tiefgarage oder was? Tiefgarage, ja. Peter. Können wir da ja auch alle reinfahren, wenn... Tatsächlich, ja, es geht. Man kann reinfahren. Habe ich überhaupt das richtige Bike? Doch. Ja. Wer von euch kann eine Ranch reparieren? Ich zum Beispiel. Das können. Wir dankenswerterweise das Blueprint gekriegt. Also da, wo der Abgang ist, da kann man runterfahren. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man es also wirklich ganz langsam runterfährt und der Abgang ziemlich genau zielen. Ja? Warte, ich komme mal raus. Hier, da wo ich stehe. Ich fahre mal um ins Lager. Ich sehe dich nicht gerade nicht. Von vorne rein, also Valen, von Norden rein. Eine Ranch reparieren. Okay. Müsste. Muss ich erstmal. Kannst du mir dann die Ranch reparieren? Ich komme hier nicht hoch. Von Norden. Welches? Von Norden rein und rechts am Haus vorbei. Werfst du die hin? Na, ich muss mich erstmal freibuddeln. Ich habe ja. Hier und auch Forged Iron hier. Okay. Nein, kann ich nicht. Alles klar. Ja, das, danke. Ja. Ich dachte jetzt, der andere. Hier war nicht so. So, hier. Hätte ja klappen können. Ja. Wer von euch kann eine Ranch bauen oder reparieren? Ich auch. Super. Richtung Norden. Wenn du vom nördlichen Ende kommst. Ja. Und du quasi auf den Haupteingang zufährst, über die Rampe. Ja. Und dann da quasi zwischen dem neuen Turm und dem Haus durchfährst. Neuen Haus und dem Turm. Ja. Hier vorne meinst du? Nein. Ich meine hier über diese Rampe. Ach so, okay, hier schon über die Rampe. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Ich wollte eigentlich draußen so eine kleine Garage bauen. Mal gucken, kann man natürlich machen. Ich kann draußen eine Garage bauen, das ist völlig wurscht. Nur wie gesagt, da steht's halt unter Tage. Nordisch, warte mal kurz. Ja. Kannst du mir gerade mal eine Reparatur machen? Ja. Die liegt beides auf dem Boden. Repair. So, bitte. Einmal Metall. Chris auch wieder. So, bitteschön. Jo. Dankeschön. Ah, ein Traum. So. So. Da hatte ich sogar noch Forged Iron drin. Jetzt lagere ich das aber mal ein. Und ich glaube, ich wollte mir auch was Warmes zum Anziehen mitnehmen, oder?
Mensch, da nicht nochmal frieren muss wie ein Aff. Ja. Achso, vielleicht hätte ich mir erstmal eine Tür bauen sollen oder sowas. Na, muss ja sowieso erstmal entmüllen hier mein Bike. Das brauche ich nicht. So. Hier habe ich doch eine Kiste sogar. Bewegungszeichen mit drin. Du. Ja, ist ja gut. Ich esse ja was. Ist ja gut. Ja. Und hast du dich gestärkt? Ja, ich muss ja auch nicht reinkippen, na. Ich habe ja nur gegessen, jetzt trinke ich erstmal was hier so. Das klingt wie so ein Hardcore-Alkoholiker. Ich muss mal was reinkippen. So geil. Ja. Ist ja so. Was soll ich machen? Das war nicht schlecht. Auch wir haben hier richtig viel so. Grain Alkohol, das ist ja schick. Ja, preisbewusste Heimtrinker hier, wir brauchen nicht so viel. 1, 2, 3 Pfosten, 1, 2, 3 Pfosten. 1, 2, 3, okay. So, ich setze mal unseren vierten Turm. Ja, viel Spaß dabei. Danke. Gerne. Sehr aufdringlich. Oh, jetzt vermisse ich schon direkt wieder meine Schaufel. Nein, ich hole erst die Schaufel. Machst du da eigentlich immer? Das ist so eine schöne Schaufel, ich will die haben. Komm her. Guckst du, dass du das Fundament dafür auf die Linie bringst? Was ist denn das? Ich guck auf gar nichts. Warum hat hier einer... Ja. Ja, also ich habe ja tatsächlich noch eine blaue Batterie, wenn einer will, 455er. Ach. So, Springs, die packe ich da auch mal mit rein. Genau. Doch, ist ja auch wieder alles komisch sortiert hier. So, das bauen wir da hin. Schon was machen hier. Klebe. Was ist die Klebe? Die packen wir mal da rein. Kalebe. Ja, Stoff haben wir auch ein bisschen. Bisschen, ja. So das Notwendigste. Ja, gerade so ein bisschen, ja. Damit wir überleben. Ja. Wo ist denn... Ah ne, das Fett war ja vorne dran, glaube ich. Ach, guck mal. Vier Kettensägen, jawohl. Vier Kettensägen, die wir nicht benutzen. Hallo. Ja. Ja, die benutzen wir schon. Na ja. Wenigstens haben wir sie. Ist auch erstmal gut. Sieht auch schick aus. 5. Dann haben wir noch. Achso, Holz. 1. 2. 3. 4. 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ach je, so. Kurz hier. So, 3, 4, 5. Ich glaube, da werde ich mir auch nochmal reinsetzen, Weapon Repair Kits mal basteln. Davon haben wir jetzt auch wieder ordentlich Öl. Stoff haben wir ja auch genug und Metall. Ich glaube, das werde ich mal initiieren. So, in der Waffenkiste liegen für euch 3 Magnums. Cool. Aber nur noch Munition. Ja, ich dann auch. Danke dir. Ich denn. Oh, deswegen wollte ich doch hier noch eben Metall gesehen. Da. Recipes. Repair Kit, wieso, was fehlt denn noch? Ach, Duct Tape. Ach ja, scheiße. Oh. Was ist denn hier los? Ach ja, scheiße. Ducktape. Duct Tape ist hier. Backtape haben wir jede Menge, glaube ich. Ja. Weiß ja nicht. Ah, bis der nächste schon wieder irgendwas damit bastelt. Ja, wollte Memory Packets basteln, wenn das genehm ist. Aber immer. Ja, die brauchen wir doch auf jeden Fall. Ja, gut, ich habe ja noch ein bisschen Glue, das könnte ich auch nochmal, aber das zweimal bringt es ja auch nicht so. Jo, dann können wir das auch nochmal auseinanderzimmern. Recipes. Repair Kits. 60. Ach so, weil ich. Ah, ja klar. Weil ich nicht so viel Eisen habe. Mmh. Herz allerliebst. Also ich könnte jetzt nochmal 81. 81 mal Eisen. Ja, hier sicherlich irgendwo. Ja, nee, nicht, weil das nämlich auch schon alles verarbeitet ist. Was suchst du denn? Ich muss noch ein bisschen Forge Iron haben. Forged Iron. Ja, warte mal, werf ich dir hin. Du hast gerade Eisen gekackt. Liegt. Ja, tut mir leid, es fällt immer genauso. Das ist aber auch exakt an der Stelle plopp, plopp. Das sieht so richtig merkwürdig aus. So richtig merkwürdig. Merkwürdig. Mach ich hier nochmal ordentlich. Mal schön das Eisen verbraten hier, wenn wir das schon eingelagert haben, dann schon rein 10. mit dem Stoff. 10 Rampen? Das Eisen, das ist auch abartig eigentlich, das ist so abartig. Da werde ich mal alles einschmelzen, den ganzen Scheiß. Wenn du Einzelspieler bist, kriegst du nie Eisen. Ja, das ist komisch, ne? Irgendwie. Was habe ich in meinem Singleplayer nach Eisen gesucht, also nach einer Mine gesucht, endlich Ressourcen zu finden? Ja, das kenne ich auch. Jetzt bin ich zwar fündig geworden, aber. Huch, was war das denn gerade? Palane, bleib mal kurz so stehen, bitte. Ah, jetzt geht das leider nicht mehr. Oder warte mal, wie ging das? So? Nee, schade. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ich war kurz in dir drin. Allein so, bitte versteh das nicht falsch. Man kann es nur falsch verstehen. Aber es war wirklich so. Ich war ganz knapp hinter deinen Augäpfeln. Das sah ein bisschen witzig aus. Angeber. Naja. Nützt ja nix. Oh Mann. So. Recipes? Das ist das, was ich nicht habe. Das gibt's doch nicht. Was kotzen. Und dann nochmal korrigieren. Das sagen so nicht. Egal. So. Ah, Moment. Gott, ganz so viel brauche ich nicht. Ne? Oh, ich schon mal das restliche Material. Ich habe, glaube ich, auch noch viel Brass eingesammelt. Bleib ich.
Eins, zwei, drei, vier. Was? Ich schon wieder. Sauerei. Irgendwer blutet. Ich bin sag nicht. Ja. Ich blute. Ich bin wieder mal am Bluten. Der Monat ist um. Drei. Das ist auch eine geile Hitze. Geil. Wahrscheinlich steht er auch so dann vor seiner Freundin. Oh, ich hab schon wieder meine Tage. Nein, das kann ich mir doch verknallen. Nee, das wäre auch nicht gesund. Das sind so Sachen, die sollte man nicht testen. Schön mit erhobenem Zeigefinger. Nein. Nein. Aber dran gedacht hast du schon. Nein. Doch. Nein. Achso, na Pro. Ach klar. Nein. Es gibt so andere Sachen, an die ich na, denke, aber das ist. Ich weiß ich nicht. Red dich nicht raus. Ich darf hier vor allen Dingen nicht zu viel sagen, sonst wird nachher. Wirst du beobachtet? Treasure Map. Ich habe ja auch noch eine Treasure Map. Iron Fire Axe? Stimmt, alles. Wann habe ich denn eine Iron Fire Axe eingesammelt? Ich werde es nie verstehen. So, frische Munition. Die Magnum-Munition ist natürlich schon weg, ist klar. Ist klar. Das kann nur wieder einer gewesen sein. Azrak. Nee, ja. Ich habe keine. Ich guck nachher in dein Video. Ohne Scheiß, ich bin gerade am Machen. Ja, mach das. Hör ich das auch noch? Nein. Entschuldigung. Darf nicht mehr. So bin ich nicht gestreckt. So geht das nicht. Wo ist denn das ganze Fett hin? Da. Okay, so geht das nicht. Unsere Klamottenkiste ist auch voll. Achso, hier ist noch ein Sledgehammer Schematik. Also die Schematics hier noch drin sind, werden die noch gebraucht oder? Nee, die sind zur freien Verfügung. Okay. Ja, hoffentlich werden sie. Nee, ich frage jetzt, naja, ob jetzt einer von euch die noch nicht gelernt hat. Von nee, 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 die sind. Ja, es ist klar, es kann ja sein, und so weiter. Von euch jetzt ganz besonders benötigt. Das ist einer von euch nötig. Das war aber nicht so gemeint. Alles gut. Aber weißt Leider. Du, sich selber beschweren, die beschimpfen mich als Schießgeil, weißt du, und mir wird dann auch mal wieder sowas im Mund gelegt. Das ist doch auch wieder nicht richtig. Da fühle ich mich doch auch diskriminiert. Na, och, ja. Na gut, dann kannst du dann wenigstens auch mal den Anstand haben und die Folge beenden. Ja, mache ich. Also, mit Anstand beenden wir diese Folge, liebe Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert dann. Ach, geht das schon wieder los. Geht das schon wieder los. Natürlich auch alle anderen. Die ja, genau. Von bis zum nächsten Mal. Oder von Gusman. Zum Beispiel. Und nervt doch eigentlich mal Parlane, damit er genau. Auch mal Kanal macht. Hält mich doch nicht so unter Druck. Tschüss. Also, tschüss. Ciao.